Herzlich willkommen heute im Gespräch mit Sandra Zellhöfer, Expertin für Arbeitgeberattraktivität, begeisterte Mitarbeiter im Mittelstand. Hallo Sandra. Grüß dich, Frank. Du hast ein neues Produkt auf den Markt gebracht. So ist es. Den Arbeitgebercheck. Was verbirgt sich da dahinter? Ja, was verbirgt sich hinter dem Arbeitgebercheck? Den habe ich konzipiert aus der Fragestellung heraus, Digitalisierung und Fachkräftemangel sind die herrschenden Themen für alle Unternehmen. Der Mittelstand leidet ganz besonders darunter und hier habe ich versucht, eine Lösung zu entwickeln. Wie sieht die Lösung aus? Viele fragen sich, wo kommen meine Mitarbeiter her? Wie besetze ich Stellen? Wo kriege ich Azubis her? Warum kündigen Mitarbeiter? Und der Sache muss man dringend auf den Grund gehen, denn, das weißt du genauso gut wie ich, nicht besetzte Stellen hemmen Wachstum und das ist tatsächlich fatal. Für den Mittelstand noch viel mehr als für vergleichsweise große Konzerne. Finde ich interessant, Arbeitgebercheck. Lass uns mal ganz konkret durchgehen. Ich bin jetzt ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmers. Ich habe Probleme, Stellen zu besetzen. Da gibt es eine Homepage, die blenden wir gleich unten ein. Don't worry, Arbeitgebercheck. Und wie geht's dann los? Es gibt drei Bereiche, die ich abklappere, drei Handlungsfelder. Zuerst mal möchte ich in Erfahrung bringen, wie möchtest du Unternehmer gerne wahrgenommen werden als Arbeitgeber? Beziehungsweise welche Punkte finde ich, die dich besonders attraktiv und anziehend machen? Denn darum geht es ja. Wir müssen erst mal etwas zu bieten haben. Wir wissen beide, War of Talents is over. Die Talente können sich heutzutage aussuchen. Das heißt, wir müssen uns schön machen, aber wir dürfen auch nicht mit Buzzword-Marketing rausgehen. Wir dürfen auch nicht Einstellungsversprechen hinterher nicht halten, die wir im Marketing blumig bemalen. Also Arbeitgeberattraktivität, was macht dich attraktiv? Und das sind tolle Sachen, die ich da teilweise finde. Zweitens, Arbeitgeberpräsenz. Präsenz ist ein wichtiges Thema, denn schön, wenn ich ein attraktiver Arbeitgeber bin, aber niemand weiß davon. Wir müssen also das Ganze auch auf die Rampe bringen und vor allem genau dort platzieren, wo sich mein Zielpublikum, meine Wunschkandidaten aufhalten. Und der dritte Punkt sind Auswahlprozesse und Recruiting. Ganz wichtig, wenn ich dann einen Bewerber im Haus habe, jemand wurde attraktiert, dann muss das Ganze wirklich sehr professionell ablaufen und auf schnell. Schnelligkeit ist ein großer Faktor, Professionalität und natürlich auch eine gute Candidate Experience, nennt man das heute zu Neudeutsch. Der Bewerber muss einfach Spaß haben und Lust haben, dann auch den Vertrag wirklich zu unterschreiben. Alles wichtige Punkte, bin ich völlig bei dir. Kommst du dann zu mir ins Haus oder wie findet das Szenario statt? Also wenn du willst, komme ich zu dir ins Haus, aber es muss gar nicht sein. Wir reden von Digitalisierung und ich habe das wirklich systematisiert, strukturiert und digitalisiert, ohne dass ich persönlich nicht anwesend bin. Ich bin es virtuell, ich bin es elektronisch und auch jederzeit. Also es geht auch um Flexibilität und Effizienz. Ich telefoniere zumeist mit dem Unternehmer, mit dem Entscheider. Wir legen einen Leitplanken fest für den Faktencheck. Was ist die Zielvorstellung? Wo hakt es bisher? Was ist der Schmerz? Wie möchtest du als Arbeitgeber wahrgenommen werden? Oder wie glaubst du, dass du wahrgenommen wirst? Ich habe da ein absolut strukturiertes Abfragesystem. Ich möchte auch nicht, dass der Unternehmer sich lange Zeit auffällt. Ich bin ja diejenige, die es rausfinden soll. Aber ich brauche ein paar Informationen. Und wenn ich dieses Erstgespräch dann geführt habe, dann, und das geht dann innerhalb von 10 Tagen, finden zwei Prozesse statt. Das erste, ich gehe in die Analyse, ich klopfe wirklich, ich versetze mich in die Sicht des Bewerbers. Ich schaue also an, was finde ich im Internet oder in sonstigen anderen Medien, offline, online, über diesen Arbeitgeber heraus. Entspricht das Bild dem, was der Arbeitgeber sich wünscht? Wo kann man da noch was machen? Ich bringe das in einen Abgleich. Und parallel dazu nehme ich die Recruiting-Prozesse auseinander. Ganz wichtig, hier nehme ich die Mitarbeiter an Bord, die im Haus mit Recruiting, mit Auswahlprozessen betroffen sind. Das kann einmal sein die Recruiting-Abteilung oder der HR-Generalist, der Anzeigen schaltet, aber natürlich auch der Mitarbeiter in der Fachabteilung, eine Führungskraft, die wirklich auch ganz konkret in Auswahlprozessen, in Interviews oder was auch immer mit drinsteckt. Das heißt, ich habe ein paar Repräsentanten im Unternehmen, die bekommen von mir eine Online-Befragung und die ist wirklich sehr, sehr dezidiert, sehr detailliert. Ich klopfe das von dem ersten Touchpoint des Bewerbers bis zum Ende der Probezeit mit konkreten Fragen ab. Und dadurch, dass ich die Sichtweise von verschiedenen Beteiligten im Haus dann eruiere und einnehmen kann, beziehungsweise die Information erhalte, kann ich ganz leicht Brüche in Kommunikationsflüssen, Brüche in Zeitbrüche feststellen. Ich kann genau eruieren, wo läuft ein Prozess super, wo könnte er besser laufen, was sollten wir vielleicht besser lassen.
Und ich verspreche dir, da habe ich schon Sachen rausbekommen aus diesen drei Ebenen, wo es nur einfach eine beherzte Entscheidung braucht. Einfach wirklich ganz konkret, was machen wir ab morgen besser oder anders? Da muss man nicht viel Geld in die Hand nehmen. Gibst du mir dann Handlungsempfehlungen? Genau, das tue ich. Ah, okay. Also du kommst von mir, und das ist der dritte und letzte Teil des Faktenchecks. Erst Anamnese, wenn du so willst, ja, wie beim Arzt. Ja. Mach ein großes Blutbild in der Zeit, innerhalb von 10 Tagen. Nachdem wir das Blutbild haben, um im Bild des Arztes zu bleiben, machen wir natürlich eine Besprechung. Dann sage ich, wo hakt es? Mhm. Und dann sage ich, wie die Behandlung, wie die Therapie, also welche Handlungsempfehlung ich tatsächlich vorschlagen würde. Mir ist wahnsinnig wichtig, dass man nicht Aktionismus betreibt oder eine Gießkanne nimmt, sondern dass man wirklich in die Teilbereiche reinleuchtet, die verbessert werden sollten, dringenderweise. Und vor allen Dingen nicht nur das, es geht mir auch darum, Wissen wirklich dann zu übertragen, zu sagen, das könnt ihr selber machen, dazu braucht ihr keinen Spezialisten. Mhm. In dem Bereich könnte ich mir vorstellen, dass ihr Hilfe braucht. Aber manchmal wollen die das auch gar nicht, weil sie sofort Ideen entwickeln, weil ich sie begeistere, in Aktion bringe. Mhm. Also ja, Diagnose plus ganz konkrete unternehmensindividuelle Handlungsempfehlung. Ah, okay, wunderbar. Also ich war ja so frei, Sandra war so frei, mir den Arbeitgebercheck zur Verfügung zu stellen. Ich habe den Fragenkatalog auch ausgefüllt. Es ist wirklich interessant, was sie fragt, und mich hat es auch wirklich interessiert, was für Antworten rauskommen. Und ich empfehle wirklich den Arbeitgeber-Fakten-Check. Und Sandra, gib mir noch und vor allem unseren Zusehern den Tipp. Was können wir erwarten? Was würdest du sagen? Wo ist der größte Benefit aus deiner Erfahrung raus? Ja? Also ihr könnt erstmal Aha-Effekte erwarten. Ihr könnt erwarten, dass ihr dann einen ganz konkreten Handlungsfahrplan habt. Ihr wisst genau, was ihr zu tun habt, damit ihr ab morgen Recruiting verbessern könnt, ab morgen Mitarbeiterzufriedenheit verbessern könnt. Und das wird sehr schnell messbare Erfolge haben. Das verspreche ich. Wow, ein tolles Leistungsversprechen, wunderbar, innerhalb von wirklich kürzester Zeit. Ich bleibe auch dabei. Also ich lasse meine Kunden nach dem Faktencheck nicht alleine, wenn sie wollen. Ich bin wirklich von der Qualität des Faktenchecks selbst überzeugt und ich liebe es, selber hinterher Erfolge auch miterleben zu dürfen. Wer mich mag, kann mich hinterher auch noch anschließend in die Begleitung nehmen oder weiter befragen. Wunderbar. Da fallen mir wenig Gründe ein, warum der Mittelstand nicht sofort den Faktencheck machen soll. Und wir blenden die Homepage ein. Ich würde mich freuen, wenn Sie Sandra direkt kontaktieren. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Gerne.